Ja, schönen guten Morgen oder Mittag oder Nachmittag, Abend oder sogar gute Nacht, je nachdem, wo Sie sind und wo Sie sich dazuschalten und wann. Wir sind hier in der Bibliothek des Literaturhauses von Salzburg, dem Eitzenberger Hof, und die heutige Veranstaltung ist organisiert von der GAV, von der Grazer Autorinnen- und Autorenversammlung. Und das heutige Thema ist Reprise. Die Idee war, Autoren und Autorinnen einzuladen, um aus ihrem ersten eigenständigen Buch, das sie herausgebracht haben in einem Verlag, zu lesen, sich zu erinnern und zu erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie es ihnen damit ergangen ist. Eingeladen waren oder sind Fritz Popp, Margarita Fuchs, Wolfgang Kauer und Britta Steinwendner. Leider hat Fritz Popp aus Krankheitsgründen absagen müssen. Und so ist der erste Gast, den wir heute begrüßen, Wolfgang Kauer. Schön, dass du da bist. Freut mich. Danke für die Einladung, Christoph. Ja, gerne. Ganz kurz zum Vorstellen, wenn Leute dich nicht kennen oder vom Ausland zuschalten. Wir haben ja auch vielleicht Leute aus Deutschland oder sogar noch weiter weg, die ja mal hereinschauen in die Sendung. Wolfgang Kauer ist 1957 in Linz geboren und hat dort auch die Matura gemacht und das Gymnasium besucht. Und das Gymnasium heißt bezeichnenderweise Adalbert-Stifter-Gymnasium. Hat es irgendwie einen Eindruck oder ihren einen Spuren hinterlassen, zunächst einmal im Unterricht und dann vielleicht sogar in deiner Beschäftigung mit Literatur? Ja, natürlich. Die allererste Erzählung, die ich veröffentlicht habe, war über Adalbert Stifter. Und zwar ein Gang von Adalbert Stifter mit einer japanischen Nonne durch das Besenbachtal bei Linz. Das stammt aus dem Buch Die Donau hinauf. Ist die erste Erzählung dort und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema japanischer Garten. Die Verwirklichung des japanischen Gartens im Besenbachtal, also eine Spiegelung oder Transferierung, ein Transfer der japanischen Gärten, die ich ausführlich studiert habe, ins Besenbachtal, in die Natur des Besenbachtales, weil japanische Gärten sehr naturnah sind, so wie die englischen Landschaftsgärten und immer die Steinkombination. Die Steinfarn oder Pflanzen, Quelle, Wasserkombination, Leben sozusagen. Hast du mir schon eine Brücke geschlagen zu meiner Frage. Du hast Germanistik, Geografie und auch bildnerisches Gestalten unterrichtet und studiert und dann unterrichtest du ja auch in einem Salzburger Gymnasium. Und hast sowohl, glaube ich, in deinem Unterrichten als auch in deinem Schreiben ja eine unglaublich große Bandbreite an Themen. Und wenn du jetzt erzählst, dass der erste Text sich mit Japan beschäftigt, mit den Gärten, und wenn ich dann sehe, dass deine letzten Bücher sich mit Felsbildern in den Alpen beschäftigen, dann ist das ja nicht unbedingt was Naheliegendes für einen Literaten. Das geht ja weit über das Literarische hinaus, das Beschäftigungspotenzial. Ja, natürlich hat man verschiedene Zugänge. Man hat den optischen Zugang und den akustischen Zugang zur Kunst. In dem Fall ist es so, dass ich diese Beschäftigung mit Adalbert Stifter und mit den japanischen Gärten und mit dem Besenbachtal jetzt neu aufleben lasse in meinem aktuellen Buch, das kommt. Und zwar in Form von den Schalensteinen und Kultsteinen, von denen es zahlreiche Müllviertel gibt. Und das Besenbachtal liegt im Mühlviertel. Also insofern ist es eine sehr zirkulierende Schreibweise, wenn du das so formulieren möchtest. Du hast recht. Also die Themen treffen sich dann wieder nach einer gewissen Zeit, aber es ist dann ein anderes Medium. Es ist dann das Sachbuch im Gegensatz vorher zur literarischen Geschichte, zur Prosa, zur poetischen Reflexion. Dein erstes Buch, das du eigenständig veröffentlicht hast, im Aruwel Verlag 2007, heißt Nachtseite, wir sehen es hier stehen. Da geht es aber um ganz andere Dinge, das sind Satiren und Kurzgeschichten. Ja, ich habe früher sehr kritisch geschrieben. Alles, was ich mir von der Seele geschrieben habe, habe ich in Erzählungen verpackt, habe das geeignete Zeitalter gesucht, die geeigneten Figuren daraus und habe daraus eine Geschichte gemacht. Bei Adalbert Stifter war es so, sein Leben ist ja sehr stark, sehr streng, sehr stringent eigentlich
dokumentiert vom ersten bis zum letzten Tag. Aber es gibt drei Tage in seinem Leben, die nicht dokumentiert sind und wo sich die Wissenschaftler den Kopf darüber zerbrechen, was in diesen drei Tagen passiert ist. Und genau diese drei Tage habe ich ausgewählt für meine Geschichte. Und ich lasse ihn da also mit einem Besuch von einer japanischen Nonne konfrontiert durchs Besenbachtal wandern. Und sie sieht die Natur aus japanischer Sicht, er sieht die Natur aus oberösterreichischer Sicht. Ah, ja. Gut, dann kommen wir zu deinem ersten Werk, Nachtseite, aus dem du jetzt bitte uns vorlesen wirst. Kubin im Netzwerk. Sobald ich eines der Bündel fassen kann, hole ich es hervor, blase den Staub von der Oberfläche, öffne die Verschnürung, entferne das Deckblatt mit der Inventarnummer und betrachte die schemenhafte Handschrift. Wieder nichts. In Zwicklet, in Leitmeritz und in Wetzlar hatte ich mich darum bemüht. Überall hatte man mich mit Bedauern abgewiesen. Schließlich entdeckte ich in der Siliziumwelt eine heiße Spur. Eine Website mit der Bezeichnung Das Kastell. Ausgesetzt auf den Bergen der Hoffnung, hoch über den Tälern der Fantasie, lockte ich mich ein. Das Buch meines Verdachts ließ sich jedoch nicht öffnen, ein Mausklick genügte nicht. Folglich wählte ich eine Reise im realen Raum. Ich reiste an und sprach vor. Um meinem Ansinnen eine Berechtigung zu verleihen, streng genommen war ich kein befugter Wissenschaftler, bewarb ich mich um eine Ersatztätigkeit. Ich gab vor, den unbearbeiteten Nachlass eines relativ unbekannten Dichters namens M.N. ordnen zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine formale Berechtigung habe, diesen Nachlass zu ordnen. Und wenn es ein Formblatt geben sollte, auf dem meine Tätigkeit festgehalten wird, so ist es mir doch unbekannt geblieben. Ich kann es nicht wissen, ob ich für das Ein- und Zuordnen bezahlt werde, weil es der Vorsteher des Kastells selbst nicht weiß. Einmal sprach er davon, dass er den Nachlass ordnen dürfe, dass ich den Nachlass ordnen dürfe. Ein paar Tage später hatte er seine Zusage schon wieder vergessen. Genauso unsicher behauptete er eines Tages, es wäre kein Geld dafür da. Nachdem wir Tage zuvor für meine Tätigkeit bereits ein pauschales Entgelt vereinbart hatten. Solchen Zu- oder Absagen schenke ich keinen Glauben mehr, denn nach ein paar Wochen des Zuwartens kann die Situation schon ganz anders aussehen, weil dann alles vergessen, nichts entschieden und wieder alles offen sein wird. Nach einer längeren Zeitspanne der Erfolglosigkeit beginnt eine Offensive meinerseits gewöhnlich damit, dass ich mich wieder um einen Termin bewerbe. Solange ich diesen in der Tasche trage, kann quasi nichts passieren. Wenn mich dann der Vorsteher mit Rotwein und Zigarre empfängt, pflegt er mir einige Bücher mit neuestem Reglement aufzudrängen, solche über Inventarisierung und Nachlassordnung. Damit verschafft er sich einen Zeitpolster bis zu einem weiteren Termin, an dem er schon mehr sagen könne, wie er behauptet. Sind dann wieder einige Wochen verstrichen, empfängt er mich mit dem Auftrag, ich möge eine Aufstellung über die Tätigkeiten machen, die ich am Nachlass durchführen wolle. Bei einem dritten Termin begutachtet er meine Aufstellung und ergänzt sie durch eigene, verwirrende Vorstellungen, die Ordnungsgruppen betreffend. Weiters verweist er mich auf einen weiteren Termin, an dem er mir werde mitteilen können, ob die Verwaltungszentrale zusagen werde, dass ich den Nachlass ordnen dürfe. In der Folge treffen dann jene nur annähernden und ungenauen Aussagen ein, von denen bereits die Rede war. Denn die Verwaltungszentrale schweigt. Vielleicht weiß auch das Amt nicht, welche Entscheidung dem Kastellvorsteher empfohlen werden sollte. Vielleicht aber hat der Vorsteher eine größere Entscheidungskompetenz, als er sich selbst zugesteht. Mir jedenfalls kommen diese Unsicherheiten zugute. Ich nütze den Freiraum zwischen den Anordnungen zu einer unerlaubten Tätigkeit. Solange nichts entschieden ist, kann auch keine Absage erteilt werden. Und ich habe freie Hand, meiner geheimen Mission nachzugehen. Das Skizzenbuch Alfred Kubins, das ich in Wahrheit suche, ist noch vor dem Jahr 1904 entstanden, zu einer Zeit, als der Autor, der sich selbst als Weltenwanderer bezeichnete, seinen eruptivsten Schaffensdrang hatte, in den Jahren seiner ersten Partnerschaft.
Um keinen Verdacht zu erregen, suche ich nachts nach dem Skizzenbuch, während ich am Tag vorgebe, interessiert am Nachlass von MN zu arbeiten. Tatsächlich aber bin ich meist in Halbschlaf versunken, wenn ich Manuskriptseiten durchnummeriere. Da die Nachlassräume nur durch ein Schnappschloss zum Stiegenhaus hingesichert sind, lässt man mich allabendlich über die Dienstzeit hinaus arbeiten. Glaubt man doch, einen unbedarften Freiwilligen gefunden zu haben, der unentgeltlich den Nachlass von MN ordnen würde. Ich hatte mich als Germanistikstudent ausgegeben, sodass man mir ein gewisses Maß an Einfalt zugesteht und kein Misstrauen hegt, ich könnte mich für Dinge außerhalb meines Themenbereiches interessieren. Gegen Mittag erscheine ich dann wieder in den Nachlassräumen und notiere meine Anwesenheit gewissenhaft auf einem Zettel, denn man kann nie wissen, ob sich aus meiner Tätigkeit am Nachlass des MN nicht doch noch eines Tages eine Berechtigung für ein Honorar, egal in welcher Höhe, ableiten ließe. Zum Glück ahnt niemand, dass ich in Wahrheit ein Süchtiger bin, der ein Skizzen des Weltenwanderers wie sein tägliches Brot herumkramt und dieses braucht wie ein tägliches Brot. Kein anderes Kritzel hat mich jemals so magisch angezogen wie die Gesichter Alfred Gubins. Die ganze Wohnung habe ich mit seinen teuflischen Frauengestalten und seinen ohnmächtigen Fabelwesen austapeziert. Ich hatte mir seine Werke ausgedruckt, um sie dann zu Tapeten aufzublasen. Mit der Zeit jedoch nahmen die Schöpfungsimpulse ab, eine Tapete nach der anderen verlor ihre Zauberkraft, je länger ich sie besah und je öfter. Große Romane utopischer Welten waren mir gelungen, doch allmählich gingen mir die Ideen aus. Ich brauchte sie wieder, die Droge Kubin. In der Folge begann ich nach neuen, schwerer auffindbaren Skizzen zu suchen. Als ich solche endlich auf tschechischen Websites aufgespürt hatte, stellte sich ein zweiter Höhepunkt des Schaffens ein. Doch auch diese Quelle der Fantasie versiegte. Und so suche ich erneut nach Impulsen. Das einzigartige Skizzenbuch des Weltenwanderers will ich hier finden. Das Internet hat es mir zwar präsentiert und mir damit den Mund wässrig gemacht, aber nur versiegelt. Quasi als Museumsstück. Ich mochte es drehen und wenden, wie ich wollte. Es ließ sich virtuell nicht öffnen. Also war ich angereist. Seither suche ich das Original vor Ort im Kastell. Möglicherweise existiert es als ausgelagerter Nachlassteil, überlege ich. So wie ich zu Hause am PC Website um Website geöffnet hatte, so habe ich im realen Raum heimlich Schrank um Schrank geöffnet, doch seit Monaten lässt sich keine Spur vom Verbleib ermitteln. Sobald ich erstmals alle Mappen mit Nachlässen durchforstet hatte, dies hatte ungefähr 3 Monate gedauert, hatte ich gedacht, es wäre damit erledigt, der Nachlass wäre unauffindbar. Doch bemerkte ich durch Zufall, dass sich die Nachlässe mit der Zeit verändern. Ich stoße immer wieder auf neue Nachlässe, wobei jedoch alte verschwinden. Auch beim Nachlass von MN habe ich das Gefühl, bereits eine größere Menge inventarisiert zu haben, als sich gerade in den Kartons befindet. Es kommen ja immer wieder Personen ins Kastell, die etwas entlehnen und zu Hause bearbeiten. Da unter den Nachlässen, die neu sind, auch solche aus früheren Zeiten liegen, hege ich die Hoffnung, das Skizzenbuch wird vielleicht erst eintreffen, oder aber ein geheimnisvoller Umlauf an Nachlässen wird es irgendwann zutage fördern. Ich tröste mich damit, dass das Skizzenbuch entlehnt sein könnte. Der Vorsteher des Kastells hüllt sich darüber in Schweigen. Seine Aufgabe ist es, Nachlässe anzunehmen und abzulegen. Alles andere benötigt unendlich lange Zeit und obliegt einem imaginären Personal, für das ohnehin kein Geld vorhanden ist. Ich hege des Öfteren den Verdacht, er weiß gar nicht, welche Nachlässe gerade verfügbar sind und welche anderen, aus welchem Grund auch immer, vielleicht schon nicht mehr. Wenn der Vorsteher den Nachlass auf Schachteln verteilt hat, ist für ihn die Sache erledigt. Das Inventarbuch jedoch ist unauffindbar und der Karteikasten mehr als unvollständig. Sobald ein neuer Nachlass eintrifft, zeigt sich Unbehagen auf dem Gesicht des Vorstehers. Er bangt darum, die Nachlassräume könnten eines Tages aus den Nähten platzen. Doch braucht er sich nicht zu sorgen, denn das Raumproblem wird durch die Fluktuation der Nachlässe geregelt.
doch die Fluktuation beunruhigt mich. Offiziell braucht ja niemand zu bangen, dass seine Manuskripte nach seinem Tod verloren wären. Werden sie doch hier sozusagen auf ewige Zeiten deponiert. Obwohl ich weder Amtsperson noch Clubmitglied bin, will ich zuversichtlich sein, was die Deponie meiner Texte betrifft. Denn ich habe dem Vorsteher solche schon mehrmals vorgelegt, um seine Meinung darüber einzuholen. Schließlich ist er ein belesener Mann und müsste über ein großartiges Urteilsvermögen verfügen. Doch sobald ich mit dem Erhabenen Wochen später auf die Texte zu sprechen kam, merkte ich enttäuscht, dass er sie irgendwo abgelegt hatte, anstatt sie zu lesen. Mit Stolz wies er darauf hin, dass er sie bereits archiviert habe. Dass sie also bereits zwischen zwei Lagen eines wasserabweisenden blauen Kartons Platz gefunden hätten, auf irgendeinem der tausenden Stapel entgelagert und fest verschnürt. Ich habe jetzt alle Bündel der hinteren Reihe geprüft. Wieder keine Spur vom Weltenwanderer. Ich lege die Rückwand zur Gänze frei und strecke die Finger durch die Öffnung. Als ich die Hand wieder herausziehen will, gibt die Wand nach. Sie erweist sich als Drehtür, die den Einstieg in einen dunklen Schacht freigibt, der als Spirale nach unten führt. Da ich mir Stoff für einen neuen Roman erhoffe, gleite ich ins Dunkel hinab. Als schwache Lichtquelle dient mir ein Gasfeuerzeug, das jedoch bald erlischt. Der Harngeruch wird noch intensiver, aber der Abstieg ins Ungewisse hat ein vorläufiges Ende, als ich meinen Fuß plötzlich auf ein instabiles Objekt setze. In der kühlen Zugluft gelingt mir das Wiederentzünden der Gasflamme erst nach einigen Versuchen. Als Autor von Fantasy-Romanen bin ich es offenbar zu sehr gewohnt, das Schreckliche anzutreffen. Denn bei dem beweglichen Ding unter mir handelt es sich keineswegs um ein Tier mit nässender Spalte, sondern um einen mehrere Meter hohen Stapel von durchfeuchteten Manuskripten, Typoskripten, Computerausdrucken. Mein geschultes Auge erkennt darin sogleich ausgelagerte Nachlässe, die ich schon einmal durchgesehen hatte. Der Boden, auf dem der riesige Stapel lagert, scheint ein Spiegel zu sein, denn ich kann mein Abbild darin finden. Ja, danke schön für diesen Ausschnitt. Der Text, natürlich nicht vom Stil, aber vom Ambiente, erinnert an Kafka. Also mich aufs Allererste, aber natürlich an Kubin, erinnert er natürlich auch, und an viele andere, sogar an Thomas Bernhard in gewisser Weise mit dem Kastellan und mit diesem dubiosen Verwalter. Gab es da Einflüsse von Lektüre, wie du zu diesem Text gekommen bist? Oder? Naja, es hat mich sehr stark, natürlich Kafka literarisch, aber in erster Linie Kubin selbst beeinflusst. Mhm. Es gab damals eine Kubin-Ausstellung im Stifterhaus Linz und da waren Werke von Kubin wirklich wandgroß aufgeblasen und sehr eindrucksvoll vermittelt worden. Okay. Und ich habe mich längere Zeit in diesen Räumen aufgehalten und inspirieren lassen und habe dann auch habe dann auch Wörter aus der Nachtseite, besser gesagt aus dem Roman, die andere Seite, in meinen Text eingebaut. Mhm. Und im Laufe des weiteren Textes spinne ich dann eine Geschichte um diese Wörter. Ein spannender Beginn einer literarischen Karriere, finde ich, und ich bin schon sehr gespannt und sicherlich viele andere auch, wie es mit dir weitergeht und mit deinen nächsten Buchpublikationen und was du uns sonst noch alles ausgräbst, aus welchen Seiten unserer Nachtseite der Menschen oder auch unseres Landes wieder. Auf jeden Fall danke ich dir fürs Kommen und bin jetzt auch schon gespannt auf die nächste den nächsten Gast und die nächste Lesung von Margarita Fuchs. Ja, einen schönen Nachmittag, Margarita Fuchs. Ich sage Nachmittag, weil wir sie aufnehmen am Nachmittag, aber es kann ja jeder zu einer anderen Tageszeit oder Nachtzeit uns dann zuschauen und zuhören, je nachdem, wer sich dann dazu schaltet. Du bist jetzt die zweite Germanistin in der Reihe und es wird dann noch eine kommen und dann sind wir lauter Germanisten, das muss ich gleich vorausschicken. Das ist ja spannend, dass ja sehr viele Autoren und Autorinnen Germanistik studiert haben.
Deswegen, bevor ich noch zu deiner Biografie komme, gleich eine Frage: Hat das Germanistikstudium dich befeuert beim eigenen Schreiben oder eher behindert? Oder wie würdest du das heute beurteilen? Ich würde es so beurteilen, es hat gar keine andere Wahl gegeben als ein Germanistikstudium, weil das war einfach meine große Liebe. Alles, was mit Büchern und mit Schreiben zu tun gehabt hat, das muss ich sagen. Und es war einfach so, dass diese berufliche, meine Berufszeit, also in den höheren Schulen und in der Erwachsenenbildung, die war so angespannt, da bin ich gar nicht dazugekommen, also selber zu schreiben mit drei Kindern und fast jedes Jahr eine Matura, also ja. Es war wichtig, eben die neuesten Bücher. Also ich habe für Bücher gelebt und für Literatur. Ja, das merkt man an deiner Biografie schon natürlich auch. Also Germanistik und Geografie hast du studiert. In Riedau im Innviertel geboren. Und hast aber eigentlich im Vergleich jetzt relativ spät zu schreiben oder zu publizieren begonnen. Mhm. Ich habe ein bisschen in deiner Biografie gestöbert und obwohl ich dich doch etwas kenne, war ich dann über eine Sache, ich hoffe, ich darf das ansprechen, überrascht, dass du eine Krankheit hattest, einen Schlaganfall. Oder es ist so, das möchte ich jetzt dezidiert sagen, weil es momentan in aller Munde ist. Ich habe 1999 eine dieser seltenen Sinusvenenthrombosen bekommen. Oh, okay. Und habe es wirklich 2 Jahre mindestens gebraucht, wie ich mich sozusagen erfangen habe und habe dann 2002 gleich begonnen zu schreiben, weil ich, es sind so viele Gewissheiten zerbrochen, dass ich mich dann in der Sprache irgendwie geboren gefühlt habe, dass man gedacht hat, na, eine neue Sicht aufs Leben, auf alles, das war wirklich die Initialzündung. Ich will ja nicht sagen, ein Glücksfall in dem Fall, aber sehr. In diesem Sinne, ja, natürlich. Das hat befeuert, das eigentlich. Ja, aber ich habe das lange, mit dem lange gehadert, dass sowas, dass das passiert ist. Ja. Ja. Also, du hast bis jetzt doch einige Bücher schon herausgebracht: Gedichtbände, Romane, zuletzt einen Erzählband, Der Mars ist wüst. Aber dein erstes Buch war auch ein Roman, 2003 erschienen. Der Titel, Das große Fest in Porto Bufole, aus dem du lesen wirst, kannst du ganz kurz umreißen, worum es geht und dann daraus lesen. Ja, es ist ein Familienroman, es ist ein Fest des Überlebens und der Resilienz, würde ich fast sagen, weil es ist so, dass die Debüts oft autobiografische Züge haben und mein alter Ego ist die Fania Seitz und die erlebt das alles und die kommentiert das und die macht dann dieses große Geburtstagsfest, den 50. Geburtstag in Porto Bufole im Veneto, in der Villa Giustinian. Und da kommt alles zusammen, die guten Freunde und die Familie und die alten und neuen Geschichten der Familie und die Personen und die Lebensverhältnisse und die Erinnerungen. Und es war mir so wichtig, das niederzuschreiben. Da habe ich mich wiedergefunden. Dann darf ich dich jetzt um die Lesung bitten. Ich lese zuerst eine kleine Stelle aus dem Prolog vor. Und das ist der Morgen, der das Leben komplett verändert. Erzählt wird anfangs gegen den Uhrzeigersinn. Sie schlägt die Augen auf. Runde, stechende Lichter blenden sie. Sie zuckt zusammen. Mehrere funkelnde Brillen beugen sich über sie. Eine Woge trägt sie mit sich fort. Sie liegt im Meer. Da ist auch ein kleines Mädchen. Bin das ich? Denkt sie. Da wird sie schon an Land gezogen. Lasst mich los, will sie sagen. Sie wird auf einer harten Trage aus dem Saal geschoben. Zwei Pfleger ziehen ihr das kurze weiße Nachthemd aus, das hinten offen ist. Wie steif es ist. Sie sprechen nicht. Nackt liegt sie da. Und wie sie duftet. Vor einer Stunde hatte sie noch geduscht, die Beine rasiert. Da ist ja ihr alter roter Morgenmantel. Das hätte sie vorher wissen müssen. Bevor sie im Eiltempo durch die Gänge geschoben wird, öffnet sie wieder die Augen. Sie können jetzt nicht mehr rein, Sie müssen hier warten, sagt entschieden ein Arzt zu dem Mann, der ihre Hand hält. Er ist aufgeregt, so kennt sie ihn gar nicht. Er will nicht weggehen. Und schon läuft der ganze Tross durch die Gänge. Gesichter fliegen vorbei.
Türen öffnen und schließen sich. Sie spürt den Luftzug aseptisch und warm. Hat sie was gegessen? Wie schwer ist sie? Was sie damit gemeint? Sie fühlt sich schwerelos. Gleich kommt sie in die Notambulanz. Der Rettungswagen wartet schon. Sie wird hineingeschoben und ab geht's mit Sirenengeheul. Wie lange fahren sie denn? Das ist ja viel zu lang für diese kurze Strecke. Endlich zu Hause. Die Stiegen hinauf. Eng wird das mit der Tragbare. Schon ist sie wieder in ihrem Schlafzimmer. Sie wird in ihr Bett gelegt mit dem Morgenmantel. Der Mann steht bei der Tür. Schnell, schnell, hört sie ihn sagen. Jetzt ist einmal Ruhe, denkt sie. Sie ist gerade aufgewacht. Und schon soll sie wieder schlafen? Gerade hat ihr ein großes weißes Blatt vor die Nase gehalten. Sie wusste nicht, was darauf stand. Etwas hatte sich verschoben. Zeit und Raum und die Buchstaben sowieso. Nun ist sie außer sich vor Angst. Sie zittert, sie fixiert die Lampe, sie fröstelt, sie hat Durst. Die Rettung kommt gleich, sagt er beklommen. Es wird wieder dunkler. Als es heller wird, liegt sie noch immer im Bett. Jetzt muss ich sterben, denkt sie gefasst. So ist es also. Es tut auch nicht weh. Ihre Augen suchen wieder die Lampe. Sie braucht einen Halt. Wenn sie es schafft, lange genug die Lampe zu fixieren, wird sie vielleicht nicht sterben. Gedämpft hört sie Stimmen. Ich kann mich bewegen, denkt Fanja. Ich kann sehen, ich kann hören. Sie kann froh sein, dass sie nicht oben liegt, um ein Haar und sie würde oben liegen, sagt eine weibliche Stimme. Das sind Gitterstäbe. Sie fühlt, dass sie woanders hingebracht worden ist. Über ihr baumeln Infusionsflaschen und Schläuche. Was bedeutet das? Komplette Aphasie, hört sie. Sie versteht nicht. Plötzlich rutschen Köpfe in ihr Blickfeld. 4 oder 5 aufmunternde und ernste Gesichter betrachten sie. Weiße Mäntel mit Mappen in der Hand. Die Gesichter über ihr sind wie gerahmt. Sobald sie ihnen mit den Augen folgen will, verschwinden sie aus ihrem Gesichtsfeld, als ob sie ein schwarzer Rahmen verschlucken würde. Sie will fragen, reden. Es gelingt ihr nicht. Die Wörter stecken irgendwo fest, als würde man den Motor starten und es kommt nur ein kurzes Klicken. Sie versucht es noch einmal. Nichts. Sie schüttelt den Kopf. Ein großes, rundes Stöhnen hängt im Raum, in ihren Ohren. Sie schnappt nach Worten, wie man nach Luft schnappt. Noch bevor sie das Ufer erreicht, hat sie das Schwimmen vergessen. Sie wird gleich untergehen, ertrinken. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang, ja. Hast du Eichiger davor gelesen gehabt? Spiegelgeschichte? Die Spiegelgeschichte, na, die kennt ja jeder. Ja, natürlich als Autor und als Lehrerin sowieso. Das ist verkehrt herum. Ja. Aber das passt ja, glaube ich, sehr gut zu dem Erlebnis. Ja. Von Aphasie oder von die Zeit plötzlich umdreht. Nein, so, die Zeit hat sich umgedreht. Es ist eine komplette Desorientierung. Ja. Das ist wirklich... Finde ich starker Anfang von einem Roman und der einen sehr sofort mit hinein in einen Sog zieht, in dieses Empfinden der Figur. Also ich hätte noch eine quasi lustige Stelle, aber ich weiß nicht, wie es mit der... Ich denke, du hast eine zweite Stelle ausgerichtet, später, dass wir die Jungs anmachen. Ja, soll ich gleich? Ja, gerne, ja, bitte. Ja, das ist jetzt dann ein großer Sprung, also gut 2 Jahre später. Und die Ankunft in der Villa Giustinian zu diesem Familienfest, also zu diesem Überlebensfest. Allein schon bei der Zimmerzuteilung läuft nicht alles rund, aber das kennt man ja. Allora, Sie wollen also eine andere Suite, sagte die Sekretärin. Nein, wir wollen die Suite, die wir für uns reserviert haben, korrigierte Christoph. Hier steht aber Suite Nummer 8, Familia Seiss mit 2 Kindern. Das dreifache S klang gefährlich nach. Wir haben die Suite mit dem Himmelbett reserviert, sagte Fanja. Wir haben nur die Himmelbetten, verkündete die Sekretärin. Fanja schnappte sich einen der Prospekte und schlug die Seite mit dem üppigen Himmelbett und den blinden Spiegeln mit den 40 Engelsköpfen und den Säulen, die von Jungfrauen getragen wurden, auf. Das haben wir reserviert, sagte sie und tippte mehrmals auf das Foto. Ah, Sie meinen das Hochzeitsbett. Ihr Lächeln wurde breiter. Ja, das haben wir reserviert, sagte Christoph und zeigte ihr die Liste mit den Namen und Zimmernummern. Ihr bitte, Signor Seiss, ecco di suite, la stucchi für Signora Winter, Signora Plus.
Eva und Mutter im Stuckhimmelbett nicht auszudenken. Beide waren in der falschen Suite gelandet, zumindest auf dem Papier. Fanja war froh, dass sie noch immer die Ersten waren. Wir tauschen die Suiten, sagte die Sekretärin. Almaplötz konnte unmöglich in den zweiten Stock steigen. Fanja dachte an Mutters metallenen Oberschenkelstift. Okay, wir machen das jetzt, sagte Christoph. Ich hole jetzt das Gepäck aus dem Wagen. Haben Sie jemanden, der mir helfen kann? Tut mir leid, heute ist niemand da. Sie lächelte vielsagend. Diese Suite brauchte Licht, Luft und Sonne. Sie rochen modrige Dunkelheit. Glaubst du, dass wir gebucht hätten, wenn wir die Suite so gesehen hätten? Machen wir doch einfach die Fenster auf, sagte er. Die übergroßen, doppelt verglasten Fenster sperrten sich ein wenig. Mit einem Schwung schob Fanja die hölzernen Läden zur Seite. Da begannen sich dutzende kleine grüne Flachdinger plötzlich zu bewegen. Sie klebten am Fenstersims, am seitlichen Mauervorsprung. Vom hölzernen Fensterkreuz turnten sie in den Raum. Einige purzelten zu Boden, andere hopsten wie die Knallerbsen und viele fingen zu fliegen an. Fanja stieß einen Schrei aus. Frau Loth fiel ihr ein. Jubelnd jagte Valerie den grünen Dingern nach. Fanja sah, wie sie in ihrer kleinen Hand verschwanden. Das sind Blattwanzen, die habe ich in Grado schon gesehen, sagte Igor fachmännisch. Es war ihm anzuhören, dass ihm dieser Vorfall nicht ungelegen kam. Ja, Blattwanzen, rief Valerie. Ich brauche ein Glas, Mama. Ich will die Blattwanzen sammeln. Das sind jetzt meine Haustiere. Aus, gebot Fanja. Sofort aus, kein Glas und schließt die Fenster und haltet mir die Wanzen vom Leib. Allein die Erwähnung einer Haustierhaltung verursachte bei ihr einen Juckreiz. Die tun nichts, Mama, sagte Igor, der Freund der Spinnen, Käfer und Saurier. Ich will sie trotzdem nicht, meinte sie mit gefährlicher Ruhe. Ihr ekelte, wenn sie diese fetten Grünbäuche sah. Etliche hatten sich schon in den Falten der Vorhänge und am seidenen Schirm der Stehlampe eingerichtet. Mama, reg dich nicht so auf, beschwichtigte Valerie mit einer Faust voller Wanzen. Geh weg, wirf sie ins Klo und wasch dir die Hände, sagte Fanja. Unmissverständliche Anweisungen waren notwendig. Valerie sah sie entgeistert an. Ich trage sie in den Garten, verkündete sie fast sanft nach kurzer Überlegung. Sie hält ihre Mutter für einen blutsaugenden Vampir, dachte Fanja. Christoph versuchte wenigstens ein Fenster zu retten. Das hieß, er verscheuchte mit dem Handtuch alle Blattwanzen. Es nützte nichts, es war ihr Stammplatz. Also blieben alle Fenster zu, bis auf eins. Das hieß auch, dass er sich mit den Wanzen arrangieren musste. Sie zog die Stores langsam zu, vielleicht hielt sie das davon ab, das Zimmer zu besetzen. Sie musste jetzt aufpassen. Sie durfte jetzt nicht alles in Frage stellen. Das berühmte Glas fiel ihr ein, halb voll oder halb leer. Sie würde es nicht zulassen, an ihrem Geburtstag vor einem leeren Glas zu sitzen. Danke für die Lesung. Es dringt sich sofort gleich eine Frage natürlich auf. Mir fällt auf, dass Humor bei dir eine ganz wichtige Rolle spielt, jetzt zumindest bei den Prosa-Werken. Ja. Nämlich genau auch dort, wo es eher dann oft sehr ernste Themen gibt, gibt es immer auch den, eher bei deinem jüngsten Buch, der Mars ist, wie es ja genauso der Fall. Ja. Ist dir das einfach wichtig oder passiert dir das beim Schreiben, dass du dann immer wieder dieses augenzwinkernde, witzige drinnen hast? Also am Anfang ist es mir passiert und wo ich ganz bass erstaunt war, wie ich, das war 2002 am Anfang, wie ich da was Tragisches eigentlich geschrieben habe und dann haben wir gedacht, ja, das ist ja kurios, das hat einen Unterton. Das habe ich dann schon bemerkt natürlich, aber es ist das Tragische, finde ich, immer verbunden mit dem Komischen in einer gewissen Art und Weise. Ja. Aber das ist selbst das Begräbnis meines Vaters, das, was mich so als Kind erschüttert hat, hat dann durch die Meldungen auch der Mutter und der Tanten, ist das unfreiwillig komisch dann. Mhm. Ja. Aber diesen Humor pflegst du dann schon bewusst, jetzt beim Schreiben. Ja, da war noch sehr vieles, das war ja der erste Roman. Ja, ja schon. Mhm. Aber es passiert einfach auch. Es ist irgendwie auch mein Stil, würde ich sagen. Ja.
Wenn es dein erster Roman ist, der ja ganz schön dick auch ist, und du schaust es mit einem gewissen Zeitabstand zurück, würdest du manches anders machen? Würdest du ihn völlig umschreiben oder würdest du sagen, na, es passt, ich stehe dazu? Na, ich stehe dazu. Ich finde es wunderbar, dass mir das damals geglückt ist, dass ich das geschafft habe. Und es war wirklich eine tolle Leistung, würde ich sagen, dass mir das geglückt ist. Und ich habe auch, und das finde ich kurios aus der jetzigen Situation aus, weil ich mal gedacht habe, ich habe keine Zeit, ich muss das jetzt niederschreiben, dass das sozusagen verortet ist. Und habe mir dann gedacht, ja, bei der Frankfurter Buchmesse, dann kann man das dann gleich irgendwie lesen. Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich finde das so bizarr, wenn ich jetzt an das zurückdenke. Ja? Mhm. Und aber ich habe ganz, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich muss das schnell machen, ich habe da keine Zeit, ich habe gesehen, wie schnell es geht, dass man sich selbst verliert. Das ist nämlich schon eine besondere Erinnerung. Aber du bist dann ganz dran geblieben beim Schreiben, weil du hast doch relativ in kürzeren Abständen dann Bücher rausgebracht, also das Schreiben scheint dann richtig geflossen zu sein. Ja, es ist dann 2005 gleich ein Lyrikband herausgekommen und ich habe wirklich dann auch so gute, schon von Anfang an viele Rezensionen bekommen und auch so für den Roman und es ist wirklich, es war ein schönes und auch relativ viele Lesungen. Das hat mich richtig hineinkatapultiert. Mhm. Und insofern, natürlich würde ich das jetzt nicht mehr so schreiben, das ist eh klar, aber das ist... Und würdest du aus deiner heutigen Sicht und Erfahrung zurückblicken sagen, was könnte man oder was sollte man jungen Autorinnen und Autoren, die so am Anfang des Schreibens stehen und am Anfang des Publizierens raten, aus deiner Sicht? Was würdest du sagen, ein, zwei Punkte, die dir ganz wichtig sind, wo du sagst, passt auf oder das würde ich euch ans Herz legen? Ja, also erstens einmal finde ich, müsste man ein bisschen das Handwerk kennen beim Schreiben. Ja, also Handwerk meine ich jetzt einfach, dass man gewisse Perspektiven oder dass man das ein bisschen weiß. Man sollte viel kennen, viel lesen, viel gelesen haben. Also während des Schreibens kann ich dann nichts lesen, das ist unmöglich. Geht es dir vielleicht auch so? Ja. Aber das beste Mittel ist immer, viel gelesen zu haben, finde ich. Ja? Es ist interessant, dass die Christine Heidegger, die ja jahrelang die Vorsitzende der Grazer Autorenversammlung war, auch immer wieder gesagt, lest, lest, lest. Das war so ist jetzt natürlich immer noch ihr Motto oder ihr Rat. Und sie hat auch gesagt, schreiben, schreiben, schreiben. Erst durchs Schreiben kommt man in den Fluss und findet man auch seinen Stil. Nur hin und wieder schreiben geht gar nicht. Ja, richtig. Und der Josef Haslinger in Leipzig, da bei diesem Universitätslehrer, der hat das auch immer gesagt. Also lesen, lesen, dann die Rückmeldung im Kreis der Interessierten. Das ist auch eine tolle Sache. Mhm. Ja. Das dann besprechen und das wäre es eigentlich. Ja. Mhm. Viel lesen und und es gehört natürlich auch viel Glück dazu, dass du dann wirklich genommen wirst und das ist ja nicht so einfach. Ja, wie alle wissen. Ja, wie wir alle wissen, genau. Ja, danke. Ja, Margarita, danke für den Besuch und für das Lesen. Ja. Und die letzte in unserer Runde wird dann Britta Steinwendner sein, die uns besucht und aus ihrem ersten Werk lesen wird. Ich begrüße unseren dritten und letzten Gast des heutigen Nachmittags, Britta Steinwendner. Britta Steinwendner vorzustellen ist eigentlich müßig in Salzburg und in Österreich, aber ich mache es trotzdem, weil ja sich unter Umständen Leute aus dem Ausland zuschalten und unsere Sendung anschauen werden. Britta Steinwendner ist in Wels geboren, in Oberösterreich. Sie ist aber aufgewachsen auf einem Bergbauernhof in Hinterstoder und das wirkt sich auch auf einige ihrer Werke aus, unter anderem auch auf das erste Werk gleich. Britta Steinwendner hat Germanistik, wie ich schon gesagt habe, heute sind lauter Germanisten in der Runde, alle haben Germanistik. Ah ja, ist wahr? Ja, alle haben Germanistik studiert. Interessant. Und Geschichte und Philosophie hast du studiert in Wien und in Paris.
Was ich auch sehr interessant finde, Dissertation über französische Aufklärungsgeschichtsschreibung, das ist doch was Besonderes. Aber der Lebensweg ist dann so interessant von Britta, denn du warst 73 bis 2001 freie Mitarbeiterin des ORF, da habe ich dich auch kennengelernt. Und auch als Mitarbeiterin kann von der Zeitschrift Salz, wie ich nach Salzburg gekommen bin, warst du gleich eine bekannte Größe für mich aufgrund deiner vielen Arbeit vom ORF und deiner Literatursendungen. Und dann kam 1990 bis 2012 wahrscheinlich das Allerwichtigste, jetzt einmal als Außenstehender gesehen, nämlich die Leitung der Rauriser Literaturtage. Du hast sie mehr oder weniger vor dem Untergang gerettet, kann man sagen, weil sie dann schon sehr schlecht dagestanden, aus verschiedenen Gründen. Und hast sie eigentlich zu einer unglaublichen Hochblüte gebracht. Das kann man wirklich sagen, rundum. Danke, so, ja, freut mich. Aber es ist wirklich so. Und du hast auch gute Nachfolger gefunden, nachdem du nach so vielen Jahren das abgeben wolltest, sodass also die Rauser Literaturtage wunderbar weiterlaufen, auch wenn jetzt Corona-bedingt alles ein bisschen anders ist. Und von 1993 bis 2011 gab es verschiedene Lehraufträge an den verschiedenen Universitäten im In- und Ausland. Also du warst sowohl literarisch bis jetzt tätig, als auch sehr stark in der Vermittlung und in sowohl universitär als auch im ORF. Und deswegen gleich die Frage am Anfang. Vergleichsweise hast du ja spät zu publizieren begonnen, weil du weil du dich so hineingekniet hast ins Vermitteln anderer Autoren, dass du gar nicht zum eigenen Schreiben gekommen bist? Oder hat das dich erst befeuert irgendwann einmal und ermutigt, selber zu schreiben? Ja, Christoph, du bist ja eigentlich in ähnlicher Situation. Du hast einen Beruf, du bist Lehrer an einer Schule, vermittelst Literatur in verschiedenen, sowohl im Literaturhaus als auch in ANIF und bist selber Autor. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es tatsächlich so, wie du sagst, wenn man so viele großartige Schriftstellerinnen und Schriftsteller kennt, scheut man sich, selbst zu schreiben, weil man eigentlich denkt, nein, also so gut wäre ich nie werden. Und dann habe ich, wirst vielleicht lachen, aber ich habe eine meiner ersten Erzählungen nach Rauris eingeschickt für den Förderungspreis und habe den dann auch bekommen, zusammen mit Walter Goidinger, von dem man eigentlich fast nichts mehr weiß. Und das hat mich aber interessanterweise derartig bestärkt, dass ich mir gedacht habe, schreibe ich weiter und habe mehrere Erzählungen geschrieben und habe einen Lektor aus dem Piper Verlag in München kennengelernt und der war begeistert, hat aber gesagt, also ein Erzählband für ein Debüt, für eine Erstveröffentlichung, das würde er mir nicht raten. Und so habe ich nach einer Verbindung gesucht. Und da komme ich nochmal auf etwas, was du angesprochen hast, der Bergbauernhof im südlichen Oberösterreich in Hinterstoder, wo ich auch später, nachdem wir von dort fortgezogen waren, weil es war nur das Austraghäusel, also nicht Bauerntochter, sondern nur Kriegerwitwe, meine Mutter, und ist mit uns Kindern dorthin. Und wir sind auch alle Ferien, großen Ferien, Weihnachtsferien, Osterferien, immer dort gewesen. Und die Menschen, die Landschaft bewegen mich eigentlich bis heute. Und ich habe dann einen Kranz dieser Erzählungen, die ich hatte, und ein paar neue hineingeflochten in ein Flusstal. Das heißt, in das Flusstal des Flusses, der in Hinterstoder entspringt und in Steyr mündet. Und ich bin einige Schicksale von Menschen, die durch die große Geschichte, die Geschichte der Kriege und der Zerwürfnisse kaputt gemacht wurden. Diese Menschen bin ich, das kann auch nur sein,
eine Überlastung auf dem Bauernhof oder durch Kriegsereignisse oder wie immer es sei. Es sind unterschiedliche Schicksale. Und ich wusste, ich möchte sie in diesen Fluss einordnen, aber die Bäuerin von dem Hof, wo ich aufgewachsen bin, mit der verstehe ich mich sehr gut. Und die hat dann einmal im Gespräch zu mir gesagt, na und die rote Locken, die sei ja auch wieder ganz rot. Und das war der zündende Funke, dass ich mir gedacht habe, die rote Locken ist das Sinnbild für alle diese Schicksale, die rote Spur durch die Jahrhunderte. Und dann habe ich eine Zwischenhandlung erfunden und diese Geschichten und ein paar neue geschrieben. Und aus dem ist dann dieses erste Buch geworden. Man merkt natürlich an deinem Schreiben, dass du Geschichte studiert hast, weil dich das immer sehr interessiert hat natürlich. Ja. Und da schließt sich ja mehr oder weniger der Bogen oder der Kreis zu deinem jüngsten Buch Gesicht im blinden Spiegel, wo ja du richtig Geschichtsforschung betrieben hast, um dann daraus einen Roman zu schöpfen, der umfangreich ist und der mit vielen, vielen Lebensgeschichten und Schicksalen aufwartet, quer durch mehrere Generationen. Ja, ich glaube fast, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christoph, ich glaube, bei dir ist es die lateinamerikanische Umwelt, die in allen deinen Büchern in irgendeiner Form wieder durchschlägt. Und ich glaube, dass man als Mensch und als Autorin doch gewisse Motive hat, bewusst oder unbewusst, die sich durch ein ganzes Leben ziehen. Und mein Vater ist im Krieg gefallen und diese Thematik von Krieg beschäftigt mich einfach auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und im Gesicht im blinden Spiegel bin ich sogar in das 19. Jahrhundert zurückgegangen und verfolge das Schicksal dieses Mannes, eines jungen Mannes, der in der Schlacht von Königgrätz verletzt wird, durch sein ganzes Leben. Aber ich habe mir gedacht, mein Vater ist zu Tode gekommen, aber diesem Mann gebe ich jetzt ein neues Leben. Und ich wusste nicht, wohin es mich führt, sondern nur das Erleben, Überleben und auch sein Glück finden wird und sich durchsetzen. Ja, so ist das. Ja, du hast mal schon noch einen Ball zu geworfen, den du schon fast zu beantwortet hast, nämlich es gibt so durchgehende Motive, deren man sich am Anfang beim ersten Werk sicherlich gar nicht bewusst ist und erst im Rückblick dann erkennt man so einen roten Faden, der sich durchzieht oder mehrere Fäden, die man manchmal verliert, dann wieder aufgreift und die halt einen selber ausmachen. Ja. Du wirst überrascht sein, wie ich mich heute da vorbereitet habe für die rote Locken, die ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Hand gehabt habe. Und da habe ich so geblättert und stoße auf ein paar Szenen, die in Steyr spielen. Und da kommt der Josef Werndl vor, die Waffenfabrik, die Erzeugung der Gewehre, die, wenn die Österreicher sie schon gehabt hätten, möglicherweise nicht so verheerend für sie ausgegangen wäre, weil sie ja besiegt wurden und die Deutschen schon viel bessere Gewehre hatten. Aber überhaupt diese Thematik kommt schon in dem Buch vor. Es war mir nicht bewusst, wie ich das Gesicht im blinden Spiegel geschrieben habe. Und das erstaunt einem dann selber doch mitunter, dass man, ja, vielleicht, ich weiß nicht, immer im ähnlichen Brei umrührt und nur immer andere
Ingredienzien hineingibt und andere Geschichten daraus entwirft. Obwohl, ganz stimmt es natürlich nicht. Ich habe auch andere Bücher geschrieben, aber trotzdem, ich glaube... Es ist vergleichsweise oder verglichen mit bildenden Künstlern, wo man wo es so augenscheinlich, im wahrsten Sinne, dass das augenscheinlich ist, dass sie immer wieder auf ähnliche Sujets zurückgreifen und die immer wieder aufgreifen. Absolut, hast vollkommen recht, ja. Fein, dann darf ich dich jetzt bitten um deine Lesung, mit der wir auch diese Veranstaltung dann abschließen werden. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie lang ich ungefähr sein soll oder darf. Wie du willst, 10 Minuten, 7 bis 10 Minuten. Ja. Wir können es dann schneiden, sozusagen. Gut, ich lese Ihnen jetzt das Vorwort, damit man überhaupt so ein wenig in die Thematik der roten Lacken hineinkommt. Rote Lacken nennen die Kinder den Teich im hohen Tal unter den Bergen. Rot ist das Wasser in der Hitze des Sommers, rot unter dem Eis in den Monaten der kurzen Sonne. Sogar im schönsten Spiel meiden die Kinder den Ort. Nicht an seinem Wiesenufer waschen sie das stechendes Heus von der brennenden Haut, nicht im Schatten seines Haselgebüschs suchen sie Versteck und verbotene Berührung. Kein Kiesel versinkt im Kreis, keine Schlittschuhe kratzen Linien im gebrochenen Spiegel des ansteckenden Steins. Nur Fremde kühlen ihre Füße im Teich, wund von langer Wanderung, entlang der Markierungen von Nord nach Süd, von Ost nach West. Sie wissen nichts von den Marschschritten des Heeres, nichts von den Galgen, den Schwertern, dem Messer, dem Schrei. Rote Spur durch die Jahrhunderte. Ich war ein Kind, das nicht in der roten Lacken spielte. Noch bevor ich den Schulweg ging durch die Wiesen am Teich, hörte ich die Erzählungen aus der Zeit der Bauernkriege, der Konfessionskriege, der Eroberungskriege, der Vernichtungskriege, der Rassenkriege, der Kriege. Da drüben hat man sie gehängt, die Rädelsführer auf dem Hügel über der roten Lacken. Da hingen sie, da hängen sie. Da schnitt eine junge Frau ihren Liebsten vom Seil und stach ihrem Kind das Messer ins Herz und stach es in ihr eigenes und über Nacht war der Teich rot. Die Wege queren die Hänge, an der Nordseite, wo der Schnee lange liegt, an der Südseite, wo die reicheren Höfe stehen, gewundene Wege über die Hänge hin, hinaus, hinab, den grünen Fluss entlang, der sich aus den Karsthöhlen des Gebirgsstockes speist. Weg durch Gehöfte, durch Dörfer, Märkte, durch die Stadt, Weg durch Wälder, Wiesen, Felder, vorbei am Narrenturm, entlang der Schienen der getriebenen Räder, der Kanäle, der Schmieden, der Fabriken. Weg der Menschen, der Erinnerungen, die erwachen, wenn man sie tot sagt. Weg der großen Geschichte und der kleinen Geschichten. Weg durch eine Talschaft. Und ich habe mir gedacht, aus den vielen Schicksalen, die sich durch das Buch ziehen, wähle ich den Anfang einer Geschichte aus, weil doch in diesen Zeiten sehr viel von alten Menschen die Rede ist und die einsam sind. Und es kommt auch eine alte Dame vor, die in einer Villa am Stadtrand wohnt. Und ich fange jetzt einfach an und begleite diese Frau ein kleines Stück.
durch ihren Tag. Sie stand am Fenster, sah die Ahornbäume, die es nicht mehr gab, sah die spitz gezackten Blätter, das Gelb, das Rot und das Rotgelb, und wie die Sonne es erzeugte und darin spielte. Wenn jemand das Wort Leuchten sagte, dachte sie nicht an Kinderaugen und nicht an Kerzen, sie dachte an rot-gelb lustige Ahornkuppelalleen, locker die Blätter, fragil, sagte sie. Sie hatte als junges Mädchen Französisch gelernt, fragil. Wenn die Tage noch warm waren und das Fenster offen stand, konnte sie die Blätter fallen hören. Sterben hat seinen Ton. Sie war auf ihn gestimmt. Wenn es regnete und Nässe die Blätter zur Erde zog, fühlte sie das Glitschige unter den Füßen, wenn man drüber ging, vorsichtig. Nicht in diesem Herbst, sie konnte die Wohnung nicht mehr verlassen, das abbröckelnde Gelb des Hauses nicht mehr von außen sehen, die weißen Fenster kreuze den komischen Turm hinter der Zeder, in dem sie ihr Schlafzimmer hatte. Sie konnte nicht mehr gehen, nicht mehr weit. Sie trug die Farben und Formen in sich und sah das Weiß des neuen Bezirksgerichtsgebäudes gegenüber und die schrägen, braun spiegelnden Glasflächen, sah die Straße, die breit erschien, ohne Stämme und Kronen und Verbergenden. Die Straße, die festgerade Unterlage geworden war für rollende und parkende Reifen. Kein Weg mehr von Haus zu Haus, von hier zum Nachbarn und zum guten Morgen. Die Menschen, die auf dem Trottoir gingen, das immer noch am schmiedeeisernen Zaun des Gartens entlang führte, sahen kleiner aus als früher unter dem Blätterdach. Und ihr Schatten folgte ihnen exakt, als ob sie auf Schritt und Tritt die Entscheidung fällen müssten, die sie sonst vor sich her trugen und die sie nirgends mehr vertraulich deponieren konnten, bis sie zurückkamen. Vielleicht gingen sie deshalb so schnell. Vielleicht lag es auch an ihren Augen, die Umrisse nicht mehr klar fassen konnten und mit der Brille nicht, die sie meist verlegt hatte. Sie sah jedoch genug und gut genug, um die drei Leute zu erkennen, die sie noch kannte und auf die sie wartete, einen langen Tag lang, wartete, dass sie vorübergingen, den Kopf nach ihr wandten, über die Stäbe des Gitters hinauf zum Fenster, im ersten Stock über den Raum, der nichts war und Nähe werden konnte, wartete auf ein Wort, ein Winken, ein schnelles Lächeln, wartete auf das Vertraute. Frag mich nicht, was das ist, eine Häkelmasche vielleicht, die dazukommt, nicht getrennt wird, aufgetrennt. Ins Leere. Ihre Ellenbogen schmerzten, die Nerven lagen dicht am Knochen und dicht unter der Haut, fühlbar nach beiden Seiten. Der kleine weiche Polster, auf den sie sich immer stützte, war zu Boden gefallen, sie konnte sich nicht bücken, sie musste ihn liegen lassen bis zum nächsten Morgen, bis Anna kam, um 8 Uhr und das Frühstück machte und frische Luft hereinließ und das feuchte Bett wechselte und ihr Waschen half und die weißen Haare scheitelte über den schmalen Schläfen und das vorgekochte Mittagessen auf den Herd stellte und von draußen erzählte und um 10 wieder ging und das Leben mit sich nahm über den Kiesweg und das quietschende Gartentor hinaus, in den Ablauf der Dinge, in den Ablauf des Tages, in die Bewegung des Vorübergehens und das Stillstehen der Zeit zurückließ, das Warten
ohne Erwartung. Ich kann noch einen 80. Geburtstag lesen, aber ich glaube, das ist zu lang. Ich glaube, das ja. ist ein wunderschöner Schluss jetzt gewesen. Ja. Mit dem Warten und dann, ja? ja, gut. Das finde ich sehr schön. Ja. Danke dir, ich Britta, danke für euch, auch ja. dir. Und danke. Und Ihnen allen danke ich fürs Zuschauen. Noch einmal, Sie hörten Wolfgang Kauer aus Nachtseite, seinem ersten Buch Margarita Fuchs, Das große Fest in Porto Bufole, ihre erste Buchpublikation, zuletzt Britta Steinwendner von Rote Lacken. Ja, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und leben Sie poetisch.